Ja, hallo. Hi. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Ausgabe Bloodborne, gespielt von einem Profispieler. Genau. Wir haben das zu beurteilen, würde ich mal sagen. Ihr habt ja gerade, oder in der letzten Folge, die ist jetzt sehr lange her, habt ihr ja gesagt, dass ich hier erforschen kann. Heißt das, ich kann jetzt Items auch finden? Oder kann ich hier nur diese Spectres? Hier kannst du einige Sachen finden. Ja. Okay. Ja, dann mache ich das doch. Siehst du wieder deine Freunde? Einen Freund erstmal. Hallo. Der Bath Messenger. Ach, hier kann ich was kaufen. Ja. Ah, du hast gerade keine... viel Geld. Ach, ich habe ja alles verloren. Ja. Deswegen ist das ja wirklich ein totaler Witz gewesen. Was soll's. So, Switch Action? Ach so, hier kann ich... Du kannst zwischen den Leuten dann da wechseln. Nothing but liars here. Okay. Das ist ja spannend. Guck mal hier nochmal, links am Haus entlang. Ich hoffe, wir sind keine Feinde. Ich fühle mich gerade nicht so nach Kämpfen. Nee. Kann man hier irgendwo abstürzen, wie bei Dark Souls? Guck mal, da findest du was. Hier. Juhu, nee. Hast deine ersten Messenger-Hüte gekriegt. Das kannst du da jetzt, geh nochmal raus, bei dem Baumstamm. Bei dem Baumstamm da links. Ach, ich muss aus dem Menü gehen. Ja. And they will obediently adorn them. Kannst du ihnen jetzt die Messenger mitgeben? Und jetzt haben die das immer. Das sind jetzt. Ein Applaus für dieses. Das ist geil, einfach geil. Ein geiles Feature. From Software. Und jetzt sehen deine Viecher halt immer so aus. Jetzt kannst du die unterscheiden, nämlich von denen, die anderen unterlassen. Du hast ja gerade schon welche mit Töpfen auf dem Kopf gesehen. Mhm. Ja, aufregend. Richtig toll. Ich finde das super. AAA-Game, sage ich dann mal. Ich finde das super niedlich. Nein, das ist, sowas ist ja auch nett. Das ist eine witzige Idee. Gehen wir doch mal in das Haus rein. Okay, dann gehen wir da mal rein. Und da kannst du noch was sehen. Oh, es ist zu. Notebook. Ah, ja toll. Jetzt kannst du auch Hinweise hinterlassen. Und was sind das denn für Leute? Eine Puppe, das ist ja mal, gruselig. Wie sieht das denn aus? Was halten die denn da? Na komm. Jetzt kannst du dir eine Waffe aussuchen. Bisasam, Glumanda oder Shiggy? Ich bin ja der Bisasam-Typ, ne? Also ich habe das ganze Spiel mit dem Sawcleaver durchgespielt. Also ich habe die Hunter-Axe genommen. Ich fand den Sawcleaver echt super. Hunter-Axe ist auf jeden Fall... Die Frage ist halt, was dein Spielstil ist. Sawcleaver ist eher schnell... Und dafür ein bisschen weniger Schaden. Hunter X ist halt langsamer und größerer Schaden. Und der Threaded Cane, der ist super schnell und ganz, ganz wenig Schaden. War cool. Kennst du, hast du Soul Calibur 4 gespielt? Oh, ja. Den Cane hast du jetzt genommen? Ja. Den fand ich echt kacke. Ja, ich wollte eigentlich, ich will einfach ein anderes Erlebnis bieten. Okay. Wahrscheinlich hätte ich eher den Soul Clang, dieses Soul Ding genommen, aber ist echt nicht wichtig, also... Du musst jetzt ins Menü gehen. Ach, das Ding. Und noch auswählen. So, um nicht noch was? Noch ist das denn für einer? Da siehst du mal, wie die sterben. Aha. Die Roten sind immer sterben. Ein Feuerarm. Uiuiui. Der Blunderbuss. Ja, das ist eine Schrotflinte so. Und das andere ist halt eine Pistole. Ich habe den Blunderbuss genommen. Ich habe die Pistole genommen. Fand ich auch. Persönlich. Durability, ist das ein wichtiger? Also, gehen die schnell kaputt? Nee, die Kanonen sind mir nie kaputt. Das war bei Dark Souls ja immer ein bisschen, immer ein bisschen nervig. Deine Handwaffe schon, aber die Kanonen, die gehen eigentlich immer. Pistole scheint mir auch eher so schnell zu sein. Jetzt rüste ich den Kram mal aus. Inventory vermutlich? Nee. Nein? Oh. Also kannst du auch aber gerne runter, genau. Ja. Achso, ach hier, das ist... Die linken beiden sind für deine rechte Hand und die rechten beiden sind für deine linke Hand. Dann kann ich also auch wechseln, okay. Jetzt kannst du auch ein bisschen rumprobieren. Du siehst, hast du oben... Ich hab eine Peitsche? Ja. Was ist das denn? L1 heißt halt, das sind ja Trick-Weapons alles. Die haben halt zwei verschiedene Funktionen. Aber wonach entscheidet sich immer abwechseln? Ja, zwei verschiedene Funktionen halt. Ja. Wenn du L1 drückst, wechselst du zwischen den Funktionen und mit R1 und R2 kannst du halt hauen. Ah, jetzt zeige ich das. Okay. Du kannst auch Kombos machen mit L1, das ist dann quasi direkt von einer Art... in die andere gehst und dabei auch noch schlägst. Ja. Okay. Oben siehst du jetzt schon deine erste Anzahl von irgendwelchen Dingern. Das Silberne da oben, das sind deine Silver Bullets. Da hast du halt immer nur eine begrenzte Anzahl. Aber wann muss ich denn das Kombo technisch timen, dass ich... Das wirst du sehen. Du kannst
Einfach hauen und dann L1 zum Beispiel drücken. Ja, das mache ich, aber jetzt wechselt der. Ach, jetzt hat er es gemacht. Okay, alles klar. Okay, cool. Mhm. Aber mit L2 schieße ich immer die Pistole ab. Ja. Immer. Okay. Ja. Mhm. Alles klar, ja gut. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich fühle mich voll überfordert. Das ist zu viele Funktionen für meinen. Generell ist das doch genau die gleiche Steuerung wie Dark Souls. Ich habe das gerade ein bisschen anders. Also Dark Souls. Bis auf dass du mit L2 halt kein Schild hast. Ja, ich hatte, genau, da war das mit dem Schild, das war halt irgendwie ein bisschen anders. Aber gut, ich schau einfach mal, was passiert. Und eine wichtige Sache ist auch Dreieck. Mhm. Dreieck drücken heilt dich. Kannst du im Moment nicht, weil du keine Blattmiles hast. Oh, es juckt. Gut. Aber du sammelst halt irgendwann so Blattmiles auf und die sind halt echt super, super wichtig. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder weg, ne? Das Haus ist ja anscheinend verschlossen, da komme ich niemals rein. Nee. Mach's gut. Ganzes Spiel bleibt auch zu. Ja. So viel kann ich sagen. Dann gucke ich mal, kann ich jetzt hier vielleicht auf diesen. Ist das ein Friedhof? Was ist das? Lass mich rein! Das ist echt schwer, ne? Ich würde nicht so viel auf Wände reinhauen und sowas, weil das macht deine Durability. Oh, das ist also nicht gut für Leute, die jähzornig sind. So wie dich, genau. Ja. Aber ich habe mich ja bislang in allen Remastered-Folgen echt zurückgehalten. muss ich schon sagen. Irgendwie will ich springen können. Das nervt mich, weil ich nicht springen kann. Wenn du rennst mit X. Mit Viereck? Nee, mit Kreis rennst du. Kreis gedrückt halten und dann, wenn du doppelt machst, dann kannst du springen. Ah, geil. Das kannst du aber in Dark Souls auch. Es ist Mai. Es ist jetzt ein halbes Jahr fast wieder her. Hab ich schon wieder vergessen. Ach stimmt, das war diese Scheiße, wo du zum Beispiel unten in diesem Blighttown gab es so ein Item auf so einer fucking Brücke, wo du genau den Sprung richtig timen musstest und so. Ja. Ach, das war nervig. Aber es waren auch immer schöne Erfolgserlebnisse. So, du weißt anscheinend nicht, wo du hin musst. Nee, geh mal wieder zum Haus zurück. Also in Richtung Haus. Ich wollte ja niemanden langweilen. Ja. und dann runter. Kleiner Tipp. Und links da wo die Grabsteine sind. Da wo die Kerzen an sind. Da kannst du dann wieder zurück, wo du herkommst. Oh nein. Jetzt kommt das Ding ja schon wieder. Oh, jetzt ist so eine Waffe. Ja, trotzdem. Was wäre denn gewesen, wenn ich den mit blanken, bloßen Händen getötet hätte? Wäre ich dann ohnmächtig geworden? Nee. Du wärst anders gestorben. Hättest es dann zur ersten, Laterne schaffen können. Und dann hättest du da auch zu dem Hunter's Dream reisen können. Oder du wirst sterben. Also das erste Mal, wenn du stirbst. Ja. Ne? Ich hab gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Oh Mann. Das, warum nicht? Das macht so Bock, Jan. Du siehst ja jetzt diese Laterne da. Das ist dein Bonfire sozusagen. Okay. Mhm. Du kannst leider nicht von Laterne zu Laterne reisen. Das ist eins der unconvenientsten Dinger hier überhaupt. Mhm. Du musst immer erst wieder zum Hunter Stream zurück und dann kannst du erst wieder zu deiner Laterne reisen. Und das heißt halt immer ungefähr anderthalb Minuten Ladezeiten warten, bis du irgendwo hinkommst. Gibt ein Update. Ja? Ja, also es ist jetzt auch noch ein Update, das ist schneller macht. Sehr gut. Aber du musst halt, eigentlich geht's hier halt darum, immer, da sind deine Sachen übrigens, das was leuchtet da rechts. Mhm. Da kannst du deine Blattechos wieder aufsammeln. Ja, du Schwanz. Der ist ja immer noch angeschlagen. Ich würde die erstmal aufsammeln, die Sachen. Ja, sammel die auf. Wenn du nochmal stirbst, dann sind die weg. Wie bei Dark Souls, okay. Oh, ist ja die gleiche Schriftanimation. Ja. Der Sound sogar, ne? Nee. Das war das nicht so ähnlich, komm, der Sound? Rauf, rein und los. R1. Smashen, fertig. R1 am besten meistens. Wie du vielleicht ja vorhin schon mal sehr gesehen gut hast, wenn deine Health-Anzeige runtergeht, mhm, dann wird die immer erst noch so ein bisschen orange. Ja. Du hast dann eine begrenzte Zeit dann noch, dein Leben durchhauen, also Schaden am Gegner, wieder zurückzubekommen. Ah, cool. Also das begünstigt wirklich aggressives, offensives, ja, genau, Spiel. Ja, genau. Absolut. Okay, cool. Und kommen wir noch mehr Feinde? Ich will nicht mehr. So, ab jetzt kannst du dich mit Dreieck heilen, mit dem Blattweiß. Okay, fünf Stück hast du jetzt oben links. Ja gut, sag mir das in drei Folgen nochmal, wenn ich es irgendwann nötig habe, ne?
was ich sagen wollte, genau. Eigentlich so der Sinn des Spiels hier ist eigentlich immer von Laterne zu kommen. Du kommst halt immer in einen neuen Bereich, findest eine Laterne, die musst du dann anzünden und dann kannst du eigentlich wieder in deinen Hunter-Stream zurück und dich dann wieder aufstocken mit Sachen oder dich aufleveln und sowas. Okay, jetzt habe ich gerade hier andere Munition gefunden. Grüßlich, andere Munition. Nee, das ist die. Ach, sie heißen so, okay. Ja, es gibt nur Silver Bullets. Ich habe also Munition. Ja, 17. Ach, jetzt. Ach so, das 17 steht da links oben. Okay, alles klar. War ja blöd, dass ich gerade so viel rumgeballert habe, ne? Mhm. Naja, gut, 3 Schüsse war das, glaube ich. So, genau, und die Waffe, die Schusswaffe ist eigentlich dafür am wichtigsten, dass du Leute interrupten kannst. Wenn ihre Moves oder was? Ja, wenn die dich angreifen, während des Schlags kannst du genau timen. Wenn du dann schießt, ist der gestunt halt. Und dann kannst du so eine Visceral Attack. Ja, hast du direkt geschafft. Wenn du jetzt wenn der so runtergeht, wenn du dieses Buch hörst und dann sagt er so in sich zusammen, ja. Dann musst du an ihn rangehen und eine schwere Attacke machen. Dann schwere? Machst du eine. Ist ja. R2 schwere Attacke? Oder R2 war schwere Attacke? Oder nee, eine normale Attacke. Normale. Ja. Kennst dann du auch von Dark Souls bestimmt. Ja, dann machst du so eine, ach ja, stimmt. Dann sagst, sagt das gleiche System. Ach so, okay. Nur, dass du die von Weitem halt dann interrupten kannst. Okay. Und das Ganze dann so funktioniert. Ja. Dann machst du so eine sogenannte Visceral Attack. Dann an sich macht greifst du in seine Eingeweide rein. Warum ist da eine Schadensanzeige? Was ist denn da? Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Ist das denn für ein... Schlafen. Ach du Scheiße. Stirb. Du hast schon wieder geschafft. Oh nein, okay. Nein, die kannst du echt reingehen. Das sind nicht so cool. Die sind noch in den ersten 2 Minuten sind die noch ganz nett. Hm. Ich will nicht mehr. Ah! Na los. Das ist ein Item? Hm? Oh, was ist das denn? Oder geh mal hoch. Da siehst du noch einen Schalter. Das Spiel ist aber echt nett. Ja, ne? Dass mir das jetzt gezeigt hat. So mega einfach das Spiel, oder? Mhm. Ja. Guck mal, hast schon komplett, okay, Gegner getötet. Was kommt jetzt da oben? Aber ja, guck dir mal einfach die Stadt an, ne? Guck mal, wie geil. Kommt, das ist da ein Gargoyle? Ja. Das sieht echt schön aus. Ja, ich versuche ja irgendwie dem Zuschauer. Oh, das ist cool. Das habe ich bei Dark Souls auch gemacht, erstmal Screenshots, als ich gegen den auf dieser Brücke diesen Typen bekämpft habe und dann da hochgeklettert. Da Screenshots. Ach cool, es gibt einen Screenshot-Button. Ja, wirklich. Ja gut, wie eine Tastatur. Was da macht da so komische Geräusche? Da hast du deine erste Lampe. Jawohl. Okay, sehr schön. Also geh mal nach links. Immer wenn du Häuser siehst mit solchen beleuchteten Lampen, diese roten, die da am Fenster auch ist, rechts neben dir, da, ja. Da kannst du dann immer mit Leuten reden. You must be a hunter. Und sowas habe ich nämlich erst wirklich nach bestimmt 5 Stunden Spielzeit erfahren, dass man da reden kann. Also kriege ich dadurch einen Vorteil, außer dass ich vielleicht jetzt beruhigter bin, dass auch andere Leute mit mir in diesem Albtraum leben? Da kriegst du halt Story. Ja, ne? Also das ja, Spiel komm, also, ich weg. Besteht ja nur aus indirektem Storytelling halt, ne? Mhm. Wie und manchmal kriegst du halt Items oder so oder Hints zu Geheimnissen und sowas alles. Ich werde nicht meine 699 Souls hier verlieren, ich will die ausgeben. Habe ich noch eine Chance, irgendwo zum Laden zu gehen, bevor jetzt irgendein Vieh kommt, das mich knechtet? Ja, mit der Lampe. Ach, bei der Lampe selbst geht das? Mit der Lampe kommst du zurück in den Hunter-Stream. Ach so, und da könnte ich das jetzt machen. Genau. Frage an euch, kann ich mir von 700 irgendwas kaufen, was mir jetzt wirklich was bringt? Stimmt. Zum Beispiel, eventuell kannst du schon die Fackel haben. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach weiter. Ganz im Ernst, no risk, no fun. Ich will den Zuschauern doch was bieten hier, ne? Nee, komm. Pebble. Einfach durch, du wirst schon durchspielen jetzt. Ja. Du wirst nie wieder ein Ladebildschirm. Es wird nur 2 Folgen geben. Rauf! Ach, scheiße. Knecht. Oh, mega, Alter. Und noch ein Blattweil. Guck mal, jetzt hast du eine Folge damit beendet, wie du kläglich versagt hast. Und die zweite mit eigentlich einem sehr guten Pensum jetzt. 6 oder 7 Gegner schon getötet. Das ist doch nicht schlecht, ja. Ohne Scheiß, hör auf zu reden. Ich hab das Gefühl,
Es wird gleich ganz anders. Okay, ja, dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der dritten Folge wieder, wo ich wahrscheinlich genau daran anknüpfe, an meinen jetzt großen Lauf. Mein Ziel ist es jetzt, ohne zu sterben durchzukommen. Das wird schon. Ich sag, das wird was. Okay, alles klar. Ja gut, dann bis nächste Folge. Ne? Bis nächste Folge.